Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Herzlich willkommen in der Dynamo-Familie, Marco. Du kommst aus der Bundesliga und wechselst ganz ans Tabellenende in der zweiten Liga. Es wartet die Mission Aufholjagd und Klassenerhalt auf Dynamo Dresden. Was macht dich optimistisch, dass ihr am Ende der Saison über dem Strich steht? Erstmal vielen Dank. Mir ist die Situation sehr bewusst hier bei Dynamo und habe mich bewusst auch für Dresden entschieden. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Wird natürlich nicht einfach, aber ich bin trotzdem guter Dinge. Ich habe die Jungs kennengelernt, die haben mich sehr gut aufgenommen. Und ich versuche natürlich mit meiner Art, sowohl fußballerisch, aber als auch persönlich, einfach jetzt positive Stimmung reinzubringen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir es schaffen können. Du bringst jede Menge Erst- und Zweitliga-Erfahrung mit nach Dresden. Wie gut kannst du Abstiegskampf? Abstiegskampf habe ich des Öfteren auch mit dem SC Freiburg gehabt in der ersten Liga, aber auch mit dem KSC in der zweiten Liga. Also ich habe jede Menge Erfahrung und natürlich habe ich für mich selber die richtigen Schlüsse gezogen und weiß auch, wie man jetzt in so einer Situation einfach, wie man sich da verhalten muss und wie man mit so einer Situation auch umgeht. In Dresden ist das Publikum sehr leidenschaftlich, manche sagen auch fanatisch. Du bist Halbitaliener, zumindest hast du einen italienischen Pass. Deine Eltern kommen aus Italien. Wie viel Temperament, Leidenschaft, Emotionen stecken in dir? Natürlich sehr. Jeder Italiener ist irgendwo temperamentvoll. Ich habe hier schon mal gespielt mit dem KSC vor 7 Jahren ungefähr und ich weiß, wie laut das Stadion sein kann. Und das muss natürlich unser Anspruch sein, dass wir ja jedes Spiel, ob es jetzt zu Hause ist oder auch auswärts, dass wir einfach die Fans einfach, dass sie glücklich nach Hause gehen können und einfach erfolgreich Fußball spielen. Markus Kauzinski kennt dich aus der gemeinsamen Zeit beim KSC. Er beschreibt dich als positiven, ehrgeizigen Fußballer, der noch was erreichen möchte mit 28 Jahren. Auf welche Tugenden kommt es deiner Meinung nach jetzt an im Abstiegskampf mit Dynamo Dresden? Ja, wie ich schon sagte, also man muss jetzt einfach versuchen, positiv zu bleiben, trotz der Tabellensituation. Und wir müssen einfach jetzt alle wirklich zusammenhalten und erstmal eine sehr gute Vorbereitung spielen, uns alle kennenlernen, also vor allem jetzt die neuen Spieler so schnell wie möglich integrieren und dann zusammen einfach wirklich voller Optimismus in die restlichen 16 Spiele gehen. Du hast die Jungs jetzt einmal in der Kabine kennengelernt. Integration ist für einen Neuzugang immer besonders wichtig. Die Stadt ist für dich neu, der Verein ist für dich neu. Kennst du schon den einen oder anderen in der Mannschaft und könnte dir das helfen bei der Integration? Ich kenne den einen oder anderen, also Barış Artık und Patrick Ebert kenne ich schon von früher und auch den Dennis Burnić habe ich schon kennenlernen dürfen. Von daher, die Integration wird sehr einfach, denke ich. Das hat man schon jetzt gemerkt in den ersten Momenten hier und von daher bin ich, guter Dinge und freue mich abartig auf die Rückrunde. Die Nummer 10 ist eine besondere Nummer im Fußball. Wurde sie dir angeboten oder hast du sie dir ausgesucht? Ich habe mir sie direkt geschnappt. ich bin Kreativspieler. Ich spiele gerne hinter der Spitze oder komme über außen. Und die passt am besten zu mir. Die war frei und habe gefragt, ob ich sie nehmen kann. Und habe das Erlaubnis bekommen und ich freue mich sehr drauf. Marco, schön, dass du bei uns bist. Viel Erfolg für die Restrückrunde. Alles Gute. Vielen Dank.